Easy mit einer automatischen Schaltung. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Die Schaltung gibt es schon länger, aber sie hat man noch nicht so oft in den Rädern verbaut gefunden. Bedeutet, ich kann hier auf Knopfdruck elektrisch schalten und das Ganze wirklich mit einem Einstieg, den es auch älteren Personen und auch kleineren Personen sehr leicht macht, hier einzusteigen. Man kennt das ja, du stehst morgens auf, Lucien. Du fühlst dich nicht so gut, kriegst dein Bein kaum gehoben, ja, und dann sollst du auch noch Fahrrad fahren. Hallo, grüß dich Tobi. Bei dir ist es noch nicht so weit, aber du sagst, der Einstieg ist wirklich easy, oder? Genau, also das ist auch das, was so ein bisschen das Rad ausmacht. Du hast einen guten Einstieg, du hast eine große Möglichkeit, das Rad auf verschiedene Personen einzustellen. Hast ein kompaktes Packmaß, super bequem. Das kostet knapp unter 5.000 Euro. Es ist aber vom Feinsten ausgestattet. Eine elektrische Nexus ist drin, also eine Namensschaltung mit drin. Es hat einen ordentlichen Motor, was verbaut? Genau, da ist der CX verbaut. Der CX? Genau. In einem Kompaktrad? Der CX im Kompaktrad und deshalb auch die Schaltung. Da brauchen wir ja die Inter 5e, die halt mit den Newtonmetern, den 85, auch zurechtkommt. Genau. Das ist jetzt nicht runterkastriert auf 75? Nee, das ist tatsächlich der richtige CX ungedrosselt. So, wir haben ein Model dabei, das ist Lucien. Grüß dich, Lucien. Nein. Lucien wird uns jetzt mal zeigen, nach getaner Arbeit, wenn du es mal gerade runternimmst, das Fahrrad. Was soll ich jetzt machen? Nee, einfach mal einsteigen, dass man mal zeigt, wie leicht man da reinkommt. Also man nimmt das Beinchen, steigt einfach drüber. Ich muss nichts irgendwie über den Sattel heben oder sowas. Nee, du hast halt fast einen Tiefeinstieg, also die kleine Stange, den Griff, den haben wir halt noch im Weg. Aber da kommst du wirklich sehr bequem drüber. Viele Leute haben Angst, im Straßenverkehr unterwegs zu sein mit einem Fahrrad, bei dem irgendwelche Stangen im Weg sind, wo ich es nicht gut beherrschen kann, an der Ampel und so weiter. Das kann man hier nun gar nicht behaupten. Also hier bin ich quasi direkt auf der Straße, wenn ich absteige. Genau, da hast du überhaupt kein Problem. Also kannst du super bequem immer den Bodenkontakt halten. Also das ist bei dem Rad super sicher. Man sieht auch schön an der Rahmenform, Lucien, wenn du mir mal beschreibst, man hat hier keine Kosten und Mühen gescheut und hat Querrohre nochmal eingeschweißt. Das Ganze ist Aluminium. Das dient der Stabilität. Jetzt haben wir ja hier einen Tiefeinsteiger. Merkst du das irgendwie beim Einsteigen, dass da irgendwas wackelt, sich verwindet? Nee, also bei den Easys ist es ja so, dieses typisch ikonische halt hoch, runter, ne? Dieser typische Rahmen halt, ne? Ist halt sehr verwindungssteif. Mit dem Rad kann man locker 50, 60 Sachen den Berg runterfahren. Da flattert nichts. Was man auch sagen muss, das hier ist ein ganz besonderes Rad. Ihr habt es ja eben schon angesprochen mit dem CX. Das gibt es sehr, sehr selten. Es gibt nur das Holof-Rad noch. Das ist ja dann wieder über 6.000, haben wir bei dir auf dem Kanal auch gedreht, wo der CX halt... Der stärkste Motor, muss man sagen. Der stärkste Motor. Und hier haben wir halt ein Rad, wo wir bei 4,5 echt noch im Bereich sind, trotz des starken Motors mit 4 Kolben, mit Hilfe der 5-Gang elektronischen DI2, dass wir das halt hinkriegen, dass der Motor nicht gedrosselt werden muss mit der Narbe. Ich habe keine Federung, dafür habe ich die Ballonreifen. Und du sagst, wenn man den Luftdruck ordentlich reguliert, das kriegt man hier erklärt, kann man sehr viel Fahrkomfort da reinbauen. Genau, also hier darfst du dann nicht zu viel Luftdruck reinpacken. Also ich würde da irgendwo so bei 1,7, 1,8. Wenn du gerade deine Hand mal da dran hältst, dass man mal sieht, das sind Riesenreifen, gell? Ja, die sind richtig dick, also richtig schöne Ballonreifen. Und wenn du damit über eine Kante fährst, wirst du auch wenig merken. Also die federn richtig mit, also für Leute, die sagen, hey, brauche ich nicht, man kann hinten nochmal eine gefederte Sattelstütze ergänzen, das würde gehen, aber was Besonderes ist die Komponenten, du hast wirklich vom Feinsten ein Produkt aus dem Saarland, den Speedlifter Twist, das heißt, ich kann ihn drehen und somit das Packmaß dieses Fahrrades unglaublich schlank machen, wenn du mir das mal gerade zeigst, bitte. Das heißt, also ich habe jetzt ein Wohnmobil, nehme das mit und kann den Lenker einmal herablassen und kann ihn nochmal drehen. Und das mit einem einzigen Twist. Achso, du meinst jetzt hier das noch? Genau. Wenn du es genau mal hochdrehst. Ich habe nämlich genau diese Sattelstütze, deswegen kenne ich sie auch. Ihr merkt, das geht sehr einfach. Auf dem Podest immer ein bisschen schwerer, aber es sind zwei Handgriffe und da hast dann halt eine sehr schmale Silhouette. Und du kannst auch die Pedale nochmal abklappen, damit du dir hier nichts verkratzt oder dergleichen. So, jetzt kann man das mal sehen, wenn du mal kurz weggehst, das Rad mal gerade ganz gerade machst, also dass man mal das sieht. Sind wir bei 33, 34, also Zentimetern, maximal. Ja, das ist also eher so bei, ja, ungefähr ein DIN A4-Blatt hoch.
Und du wirst was du hast. Von der Höhe auch sehen, du hast halt vielleicht 102 mm, wo das Ganze so ein Meter. Boah, das ist flach. Also genau sowas brauche ich. Bedeutet, ich kann es super mitnehmen. Ich kann auch 3-4 Fahrräder in eine kleine Garage machen. Im Wohnmobil zum Beispiel, das ist auch eine coole Anwendung. Also City, Wohnmobil, ich kann es reinheben in Kombi zum Beispiel. Ja, also kannst du ohne Probleme mitnehmen. Ist auch wunderbar für mal in der Bahn mitzunehmen. Also geht schon fast als Gepäckstück durch, leider noch nicht ganz. Aber ja, ist halt überall bequem verstaut. So, man kann hier unten sehen, vom Feinsten bedeutet, ich habe einen richtigen Carbonriemen hier mit drin. Der ist wartungsfrei, muss man sagen, bis er kaputt geht. Genau, also der reißt dann auch nicht oder so, der lenkt sich einfach über die Zeit und irgendwann so nach vielleicht 30.000 Kilometern. Nochmal, wie viel? Ungefähr 30.000 Kilometern sind wir dann so bei einem Punkt, wo man sagen kann, okay, den könnte man mal auswechseln. So, der würde dann aber wahrscheinlich immer noch gehen, der hätte dann nur ein leichtes Spiel, nehme ich an, oder? Genau, da hättest du dann ein bisschen zu viel Spiel, vielleicht würde er dann auch langsam anfangen durchzurutschen, aber bis dahin hast du da gar keine Probleme. Also wir reden über 30.000 Kilometer, das Ganze schmiert nicht, wenn du mir das mal gerade zeigst, wenn du mal gerade vorne mal das Vorderrad blockierst und das mal hinten auf das Hinterrad hebst. Du mal gerade vorne es mal blockierst und du hebst es einfach mal vorne hinten hoch, dass wir das mal sehen. Oder so, das geht auch. Und wenn du jetzt mal mit deiner Hand an diesen Riemen einfach mal dran fährst, mal so richtig von oben bis unten, den mal streichelst, mal umfasst, mal so als würdest du ihn abreiben. So, und wenn du das mit einer normalen, da ist nix. Nee. Und das bleibt doch so. Das bleibt so, genau. Also wir werden irgendwann nach ein paar tausend Kilometern, wenn die Räder bei uns im Service sind, in der Werkstatt mal einsprayen, aber das zieht direkt ein, das ist dann so eine Pflege, aber so am Anfang, also das heißt, auch direkt. Ich gehe nicht hin, ich versau mir nicht alles, ich muss keine Schaltung einstellen, das ist also auch was richtig Cooles, die ist nämlich elektrisch, die hat keinen Seilzug mehr, oder? Du hast halt 5 Gänge, die werden vorne mit dem Taster werden die gesteuert und du kannst dir sogar einen Anfahrgang einstellen. Also ich mag es zum Beispiel im 3. Gang anzufahren und wenn ich dann halt jetzt beispielsweise im 5. unterwegs bin und dann stehen bleibt, dann schaltet er automatisch zurück in den 3. Ist nahezu verschleißfrei, ist an die 85 Newtonmeter angepasst. Das heißt, ich habe bei der Schaltung ganz wenig Verschleiß, so gut wie gar keinen, bei dem Antrieb keinen Verschleiß. Das sind schon mal zwei wesentliche Punkte, die dafür sorgen, dass die Leute viel zufriedener sind. Definitiv. Und du hast halt auch eine richtig gute Bremsanlage noch dazu verbaut. 4 Kolben vorne. Was? Bei 20 Zoll? Genau, bei 20 Zoll. Aber zurückdenken an den CX-Motor. Da muss auch mal ein bisschen stärker gebremst werden im Zweifelsfall. Du hast ja auch eine sehr starke Anfahrmöglichkeit. Und da haben wir jetzt eine 4 Kolben Diore verbaut vorne. Hinten dann 2 Kolben. So, du sagst, man kann hiermit richtig Spaß haben. Man sollte allerdings damit mal gefahren sein, weil das ist ein echtes Komfortrad. Das, wenn man drauf sitzt, denkt man gar nicht, dass man auf so einem kleinen Rad ist. Das fängt an beim Lenker. Der hat maximalen Komfort. Das heißt, dass ihr da irgendwie das Handgelenk mal wehtut und so weiter, das ist wirklich ein absoluter Komfortlenker, wie er hier ausgeformt ist. Ja, du hast halt, wie du sagst, hier schon diesen starken Backsweep, ne? Von der Kröpfung vom Lenker und dazu noch die Flügelgriffe von Ergon, die GP1. Ne? Und in der Kombination sehr hochwertige Anbauteile, die halt wirklich kribbeln in der Hand und irgendwelches Einschlafen verhindern. Und das ist halt schon sehr angenehm. Also mit dem, in der Kombination mit dem Motor, den Bremsen und diesem Vorbau hier, dann noch das Top-Display, was man hier noch so einstellen kann, das Kiox, ne? Ist schon eine feine Sache. Das Kiox ist das Top-Display, wirklich. Kann ich das verbinden mit dem Handy, wenn ich... Also ich wollte nur das relativieren. Also normal haben wir ja ein Intuvia-Display hier drauf auf den Easys. Und hier ist jetzt mal das Kiox drauf, damit man auch die Schaltung sieht, weil ich zeig's dir mal. Damit, weil du kriegst ja die Gänge hier angezeigt. Und wenn ich dann hier schalte, ist ja eine elektronische Schaltung. Hörst du es? Warte mal, ich gehe mal kurz hinten hin. Warte mal kurz, bitte mal schalten. Das ist halt wie bei der Roloff, ne? Das ist ja cool, das heißt, präzise. Direkt, keine Züge und sonst irgendwas. Es geht ja darum, die Züge können sich immer längen. Ich kenne das aus Erfahrung. Und sobald sie sich längen, hast du das Problem, werden die Gänge nicht mehr sauber geschaltet. Das gilt auch tatsächlich bei der Nabenschaltung. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Das hast du hier nicht. Die werden also direkt hier unten geschaltet. Genau, also du hast keine Züge, die dann irgendwann zu unpräzisem Verhalten oder dass mal ein Gang gar nicht reingeht, führen. Hast du alles elektrisch angesteuert, also das Feinste vom Feinsten eigentlich. So, die Batterie, was ist hier verbaut in dem Fall? Eine 500? Genau, 500 Wattstunden, eigentlich der absolute Klassiker. Bei Kompakträdern auch beim Easy, also mehr als genug Power für auch mal eine längere Tour. Was ziemlich cool ist, der ist kompatibel mit allen Akkus, glaube ich, die es je gab.
Da kann man auch einen zweiten 500er, wenn ich schon einen habe, mitnehmen im Gepäck. Wird das gehen? Ja, ja, klar. Also alles, was Rahmenakku ist und hier reinpasst, kannst du benutzen, also vom Zweitrad oder dergleichen. Aber da muss die Tour schon richtig lang werden. Ja, aber es kann ja sein. Also ich habe irgendwann mal Spaß dran gefunden. Ich bin so einer, fahr dauernd im Turbo mit dem CX rum, grüß dann über alle Berge mit allen drum und dran. Dann sagst du aber, selbst dann sind das wahrscheinlich 30, 40 Kilometer, die ich noch im Turbo schaffe, oder? Ja, denke ich schon. Also 40 Kilometer solltest du da auch noch schaffen. So, das heißt, also ich kriege ein tolles Rad, krieg Fernlicht, also das ist uns auch nochmal was Schönes. Ja, ist also Fernlicht eingebaut, hier kann man es umschalten. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, auf dem Reifen schaltet es ein bisschen um. Der Lichtkegel, der verändert sich aber brutal. Und damit sind wir schon bei der wohl wichtigsten Sache dieser Welt, der Probefahrt. Und man kann also jedes Fahrrad probefahren, auch das Easy. Farben, es gibt bei Easy unglaublich viele Farben, oder? Ja, also total. Wir haben jetzt hier das Happy Orange, dann gibt es noch dieses Cosmos Blue, was so ein mattblau ist und dunkles. Bei dem Modell und wir haben auch noch also das Rot, also eigentlich haben wir alles, wir sind ja Easy Experte und wir haben ja alles an Rädern. So, Easy Experte, ihr habt einen Aufkleber, wo ihr gesagt habt, den musst du unbedingt filmen, dafür musst man auch 500 Räder abnehmen. Was ist da kaputt? Ne, das wollte ich einfach nur zeigen, wir haben hier eine sehr helle Rückleuchte, die haben wir eben noch nicht so gezeigt. Ne? Die auch cool ist. Die ist super hell, vor allem bei dem Licht, was wir hier im Laden haben. Und ja, was du halt schon erwähnt hast, wir haben praktisch alle Modelle und alle Farben von den Easys. Das ist jetzt, ich sag mal, so eine Maximalausstattung, die man sich wünschen kann. Größter Motor, CX mit allen drum und dran. Wo fängt es denn an bei den Easys ungefähr, wenn ich jetzt das günstigste nehme? Das sind wir noch knapp unter den 4. Also ich glaube 3 kriegt man schon sowas. 3. Okay, kriege ich einen Easy, also mit dem gleichen Rahmen. Ja. Da ist wahrscheinlich unten jetzt eine Kettenschaltung verbaut. Genau, so eine Kettenschaltung, S8 nennt sich das Modell. Das hat dann so einen Drehgriff. Das ist dann so eine Nabenschaltung mit 8 Gängen Kette. Und dann kann es schon losgehen. Da haben wir einen Active Line Plus Motor mit 50 Newton. Dann ist auch, das ist dann ein ganz einfaches, normales Display. Aber das reicht ja vielen auch schon. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist die Belastbarkeit hier. Ich habe ein Systemgewicht, das ist, glaube ich, erhöht. Du kannst hier mehr draufpacken. Seid ihr da informiert? Weil Pickup-Reifen sehe ich gerade. Ja, die Pickup-Reifen, die halten das schon aus. Aber Easy sagt selber 140 Kilo. Und wenn es mehr sein soll, klar, kannst du da auch. Aber 140 Kilo darf ich zuladen oder Gesamtgewicht? Gesamtgewicht, klar, dass die jetzt nicht auseinanderfallen, wenn du mit 150 Kilo da reingehst. Aber dafür gibt es ja auch die Easy XXL, die haben halt 180 Kilo. 180 Kilo, also hier dürfte ich zum Beispiel wiegen 100 Kilo, das würde gehen, da hätte ich sogar noch eine leichte Reserve. 110 Kilo dürfte ich wiegen selber, das würde gehen. Von der Körpergröße, was würdest du sagen? Also das XL ist ja größer, glaube ich, von der Rahmengeometrie. Genau, also beim XL, das solltest du schon so mal Minimum 1,70 Meter sein, um das zu fahren. Und das da? Also hier würde ich mal sagen, Mindestgröße irgendwo so um die 1,50, 55, so die Kante. Das ist doch für Kids eigentlich toll, oder? Ja, klar. Also wächst mit. Genau, und bis, ja, guter 1,80 ohne Probleme. Ich glaube, Easy sagt selber 1,85 und dann halt das Easy XXL, wo du so bei 1,66, 65, 67 bis 2 Meter halt fahren kannst. So. Ist halt das Oberrohr hier ein bisschen nach oben gezogen, ne? 4.549 Euro das Easy ZRF D2 Happy Orange. ZR heißt Zahnriemen, ne? Ja. Dann steht ja noch E5, glaube ich, dabei. Ne? Das steht dann für die DI2, ne? Also die Fünfgang-Schaltung und das F für Freilauf. Okay, verstanden. So, hier vorne kann ich noch Zubehör dran machen. Zum Beispiel, also ich zeige es mal gerade von Riese und Müller, weil es gerade da vorne ist. Ja. Frontlauder, das ist wahrscheinlich nicht genau der, sondern einer, der angepasst ist da dran. Aber das geht. Gibt jede Menge Zubehör. Also wir haben einen riesen Zubehörkatalog, glaube ich, bei Easy mittlerweile, wo du viel machen kannst. Dann darfst du mal fahren, holst mal mit raus. Dann zeigen wir mal gerade, wie wendig das Ganze ist. Und ich filme mal euren Aufkleber. Easy Experte 2022, da vorne ist er drauf. Wir sind nämlich in Kaiserslautern, das liegt zwischen Saarbrücken und Mannheim, für alle, die es nicht wissen. So, es ist sehr handlich, also du sagst, da kommst du, da hast die Möglichkeit, um jedes Hindernis drumherum zu zirkeln. Das ist wirklich kein Thema, oder? Super wendig und trotzdem super stabil, ne? So. Also, und das mit dem Bosch Performance CX, das heißt, man ist ganz schnell von A nach B mit 85 Newtonmeter und der Power eines echten Mountainbike-Motors.
Und damit wären wir schon beim Thema. Wenn du mal gerade hier um dieses Teil da drum rumzirkelst, hier um diesen Fahrradständer, dass man mal sieht. Das hat gerade noch so geklappt. Nein, Spaß beiseite. Das fühlt sich sicher an, oder? Das ist kein Klapprad, weil es hier rumklappert oder sowas. Es ist noch nicht mal zum Klappen, sondern es ist wirklich ein Kompaktrad, das man sehr leicht zusammenlegen kann und für die Stadt optimal für alles eigentlich, oder? Genau, optimal für alles. Der Lucia zeigt uns auch gerade, hier wäre jetzt der Frontloader noch dran. Da kannst du auch wunderbar noch ein bisschen Gepäck unterbringen. Das ist XXL, 180 Kilo, 4.249 Euro. Hat Enviolo mit drin, also eine andere Schaltung, eine hochwertige Schaltung. Hat dafür einen anderen Motor mit drin. Nur einen Performance Line mit, ich glaube, 65. Oder? Genau, aber der ist ja auch schon der zweitstärkste. Ne? Also ja, gibt es ja auch mit Active Line Plus, so muss man das auch sehen. Ne? Gibt es noch? Das Blau sieht schon geil aus, also muss ich schon sagen. Ja, das ist gut, das Orange wird natürlich gut gesehen draußen. Also wenn du damit fährst, wirst du nicht übersehen so schnell. Aber die Qual der Wahl mit den Farben, habt ihr die schon erlebt bei den Kunden? Ja, schon. Also es ist ganz oft ist die Entscheidung eher was Gedecktes, Klassisches. Also ne, das Blau zum Beispiel, das Cosmo Blue oder das noch ganz schlichte Schwarz. Oder halt echt die auffälligen Farben, weil die sind auch echt schick bei den Rädern. Bald ist ja Karneval und es fühlt sich von den Temperaturen schon so an, habe ich das Gefühl. 31. Januar 2023 haben wir. Wir sind bei, ich habe dein Schild eben schon gefilmt. Wir sind bei Konrad Greenbikes. Darf ich mal ganz kurz, drehe ich mal um. So, Konrad Greenbikes und das Ganze gibt es seit, demnächst habt ihr irgendwie Jubiläum oder so? Ja, kann man eigentlich sagen, es ist die dritte Saison, die wir den Laden führen. Insgesamt ist der Laden bald bei seinen 30 Jahren. 30 Jahre, Konrad, der Fahrradladen in Kaiserslautern. Tschüss, danke. Ciao.